Hallihallo, wie geht es denn heute? Heute schauen wir uns die Highlights zwischen Baumberg und Turo Düsseldorf. Der 12. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Wir sind ein bisschen verspätet mit Videos, aber wir kommen auf jeden Fall online, um euch die Highlights zu zeigen. Nicht vergessen zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Lassen Sie Ihren Kommentar da, Ihr Like, damit auf jeden Fall das Algorithmus gebrochen wird und wir auf jeden Fall auf Ihre Timeline kommen. Wir sehen auf jeden Fall hier, Thomas Aaron beginnt schon mal das Spiel. Schauen wir uns auf jeden Fall mal gleich wieder, was für einen Spielzug mit einer Ecke, wo auf jeden Fall der Torwart von Baumberg schon mal das annehmen kann. Hier sehen wir, wie auf jeden Fall nochmal auch eine gefährliche Situation für Baumberg da war in den ersten paar Minuten. Schöner langer Ball hier vom Kötscher, kommt zu Niklas, Niklas passt zu Aaron. Aaron hat eine super Gelegenheit, aber verfehlt das Tor. Bamberg im Angriff. Der rennt, Junge. Genau. Stillen, nur stillen. Oben bleiben, oben bleiben, oben Maxwell, bleiben. Maxwell, nimm den Ball doch. Uiuiuiuiui. Und Gott sei Dank. Daniel Ray rettet da die Situation, bis dann der Ball vom Spieler eigentlich zu weit geschossen wird. Nochmal eine schöne Gelegenheit. Leider taucht niemand in der Mitte, um den mit dem Kopf reinzuhauen. Gut, Willi, Junge. Schön hier von Willi gemacht. Wechseln, andere Seite. Genau. Da ist auf jeden Fall ein bisschen zu eng. Und hier wird auf jeden Fall Tolga gefoult. Ob der eine gelbe Karte zeigt oder nicht, er wird nur ermahnt. Jetzt, warte, 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 warte. Warte. Baumberg nochmal. Sucht hier die Möglichkeit, einen kleinen Loch zu finden, damit man auf jeden Fall in der Nähe vom Tor kommt. Oh, schöner Dribbel hier. Und er sucht die Mitte, schießt und der Ball ist raus. Die ersten paar Minuten waren auf jeden Fall sehr gespannt, weil hier, wie man sieht, oh, Maxwell rettet hier die Situation, wobei ich eigentlich glaube, dass der Ball eigentlich rausgehen würde. Aber naja, es gab auf jeden Fall sehr viele Gelegenheiten in den ersten paar Minuten. Hier wird auf jeden Fall ein Foul gepfiffen vom Schiedsrichter, wobei eigentlich in meinen Augen es nichts ist. Genau, Körper gegen Körper. Dann gibt es hier auf jeden Fall einen Freistoß, sehr gefährlich, wo das eigentlich ausgeführt wird. Was daraus wird, schauen wir uns. Und der Ball ist draußen. Turo, Turo, Turo. Martin hat den Ball, versucht irgendwie eine Spielmöglichkeit zu finden, so wie wir gerade sehen. Spielt wieder nach hinten, Lukas passt dann den Ball zu Inoue. Inoue mit einem langen Pass. Und hier Niklas, Niklas passt in die Mitte, aber der Schuss wird nicht richtig ausgeführt. Oh, schöner Pass. Und der Ball berührt die Latte. Schön gemacht, Kötscher, dass man da weiter den Ball irgendwie verlängert, damit er nicht in den Tor presst. Hier nochmal eine Spielsituation, wo man auf jeden Fall überlegt, warum eigentlich hier die gelbe Karte gezeigt wird. Okay, der Fuß geht ein bisschen zu hoch, aber am Schluss, da hat der Kosi ja auch seinen Kopf sehr gesenkt. Naja, die Situation ist ja eh schon verspielt und dann gucken wir uns das weiter mal an. Erster Ball! Was aus diesem Spiel entstanden ist.
Handspiel! Handspiel! Hey, Handspiel! Aber der sieht es nicht. Sehr schade. Es wird dann hier beim Baumberg weitergespielt. Mit einer schönen Flanke. Und Kötscher nimmt es gerne an. Schauen wir, sehen wir, da gibt es auf jeden Fall eine verdächtigste Bewegung. Und da hätte eigentlich gepfiffen werden sollen, aber hat man auch nicht gemacht. Verstehe ich auch nicht. Naja, so ist das normal beim Fußball. Und sogar bei Entscheidungen, die man in Millisekunden treffen muss. Man muss auf jeden Fall sehr fit dafür sein, um diese Entscheidung zu treffen. Hier nochmal Turu, schöne Flanke, aber immer noch niemand da vorne, um den reinzuhauen. Das kann ich einfach nicht wahrnehmen. Turu ist auf jeden Fall zurzeit im 13. Platz und da muss auf jeden Fall eine Änderung existieren. Wir gehen auf jeden Fall jetzt in die zweite Halbzeit mit einem 0:0. Man kann sich auf jeden Fall noch freuen, weil man ja auch Kontra gegeben hat in dieser ersten Halbzeit. Möglichkeiten auf jede Seite, aber dann am Schluss, der Stürmer ist immer noch nicht vorne, um den reinzuhauen. Zweite Halbzeit, schauen wir uns an, was hier passieren wird. Die Nummer 11 versucht hier, kriegt nochmal den Ball. Aufstehen, weiter geht's. Genau. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen sprachlos. Zurzeit, weil ich hier mal gucke, was hier eigentlich geschehen wird. Wir sehen auf jeden Fall hier schon mal einen schönen langen Pass, wo dann die Nummer 11 auf jeden Fall im Abseits dann ist. Nochmal in die linke Flanke wird das Ball gespielt. Nein, nicht dahin, nicht dahin. Mitte. Maxwell kriegt auf jeden Fall hier Schwierigkeiten, den Spieler zu verfolgen. Und da ist auf jeden Fall durch den Stürmer hier eine schöne Verlängerung entstanden, wobei dann das 1:0 hinkommt. Und nochmal hier die linke Flanke gespielt. Niklas verfolgt den Spieler und dann irgendwie kriegt dann eine rote Karte. Warum, wieso, weshalb, können wir auch nicht ganz sehen, weil Wollert davor ist. Aber in meinen Augen war es eigentlich kein direktes Rot. Aber daraus entsteht dann mit dem Elfmeter das 2:0. Kötscher war ganz nah dran. Sehr schade, dass da 10 cm nicht mehr da war. Um auf jeden Fall diesen Ball anzunehmen und damit das 2:0 nicht entsteht. Aber na, kann man nichts machen jetzt. Ja, schön gemacht, Kötscher. Und da sehen wir dann auf jeden Fall das 3:0. Schade, dass hier diese Flanke dann entsteht und der Spieler vom Baumberg da ganz allein auftaucht und den reinschiebt. Sehr, sehr schade. Aber naja, Nummer 11 hier auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit und entsteht daraus dann nichts. Hier sehen wir auf jeden Fall, oh Lukas, oh, das kann doch nicht passieren. Und da sehen wir, Kiko kann den auf jeden Fall irgendwie retten, aber der Schiedsrichter entscheidet, dass das 4:0 in diesen Spielsituation dann auf jeden Fall entsteht. Zeigt nochmal die gelbe Karte für Proteste. Schauen wir uns das nochmal an. Ich glaube, Kiko hat den auf jeden Fall vor der Zeit gerettet, aber der Schiedsrichter hat dann was anderes entschieden. Baumberg wechselt weiter den Ball unter sich. Irgendwie sieht man hier, dass Turu leblos unterwegs ist.
lässt einfach spielen. Das Mittelfeld existiert schon nicht mehr. Und da gibt es nochmal eine Situation und oi. Hätte ein 5 zu 0 entstehen können. Und somit verlieren wir dann auf jeden Fall 4 zu 0 in Baumberg. Eine sehr schwere Niederlage, die wir dann ertragen müssen. Mit dubiosen Entscheidungen in bestimmten Spielsituationen. Aber so ist nun mal das im Fußball. Millisekunden sind Millisekunden. Und daraus könnte auf jeden Fall Ihr Abo auch nochmal entstehen. Bitte vergessen Sie nicht, teilen Sie, kommentieren Sie und abonnieren Sie unser Channel. Bis zum nächsten Mal.